Hallihallo und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy X. Letztes Mal haben wir, zumindest Yuna hat den Angriff von Sin überlebt. Oh, offenbar hat die Sin-Schuppe den Angriff auch überlebt. Was machen wir jetzt da? Oh, Sima ist auch da. Tja, das heißt wohl, dass wir nochmal gegen die Schuppe kämpfen müssen, oder wie? Ja, ganz genau das heißt es. Allerdings haben wir hier nicht den Luxus, dass wir auf eine volle Party zurückgreifen können, sondern wir spielen hier jetzt nur mit. Wir spielen hier jetzt nur mit Yuna, Aaron und Seymour. Das Coole daran ist, das ist das einzige Mal im Spiel, dass man Seymour steuern kann und das ist auch das einzige Mal, dass man seine Ekstase sehen kann. Gut, was ich jetzt machen werde, ich werde Seymours Ekstase aufladen, das wird ziemlich lange dauern. Und deswegen werde ich das offscreen machen. Und wenn ich damit fertig bin, dann sehen wir uns gleich wieder. Er hat übrigens die gleichen Angriffe wie vorher, also die normalen Zuhauen mit den Armen und mit dem Gift. Wenn ihr vergiftet werdet, einfach mit Yuna heilen, die hat Medica. Das sollte das Gift wegmachen und dann einfach mit Seymour oder Yuna heilen. Die haben genug Heilsprüche und genug Mana eigentlich. So, bis gleich. So, nach einiger Zeit ist es auch schon soweit. Simos Leiste füllt sich übrigens fast am langsamsten, das heißt sogar Aaron konnte Simo hier nicht unbedingt überholen, aber ist zumindest gleich etwas früher als Simo fertig geworden. So, was wir jetzt machen ist, wir werden Aaron noch kurz auf Standby gehen und schauen uns mal Simos Limit an. Oder Ekstase in dem Fall, die heißt Requiem. Bin schon gespannt, ich habe sie erst einmal gesehen, also. Cool aussehen tun sie auf jeden Fall mal. Okay, das ist schon mal ganz cool. Macht vielleicht ungefähr so viel Schaden wie eine Bestia-Ekstase, was wir uns auch zunutze machen werden. Wir werden auch mit Auron hier nochmal Seismar anwenden. Sehr gut. Und dann vielleicht noch mit einer. Schauen wir mal, haben wir noch eine. Wir hatten keine Ekstase voll, das heißt, wir machen einen Meisterruf auf Ifrit. Und werden ihm so quasi den Rest geben. Ich hoffe, das geht sich aus. Ansonsten müssen wir halt noch mit Seymour nachsetzen. Seymour hat übrigens alle Elementar-Radzauber. Oder ja, Radzauber, also die zweite Stufe. Das heißt, Blitzra, Feuerra, Wassra, Eisra. Und mit denen kann man relativ gut Schaden machen auf der Sinnschuppe, falls man nicht auf solche Sachen wie Ekstasen zurückgreift. Das Level, also das Aufbauen der Ekstasen hat ungefähr, also bei mir hat es nicht so lange gedauert, ich habe ungefähr 8, 9 Minuten, es sollte ungefähr zwischen 10 und 12 Minuten dauern. Wenn es länger dauert, dann macht ihr definitiv etwas falsch. Ein kleiner Trick oder ein Ratschlag dabei, wenn man Seymours Ekstase aufbauen will, ist. Der Typ ist noch nicht fertig, das heißt, wir werden uns noch selber heilen. Und ein Ratschlag ist, Seymour immer so hoch wie möglich zu halten mit den HP, weil, nachdem die Sinnschuppe oft Gravitas verwendet, Gravitas macht ja mehr Schaden, je mehr aktuelle HP man hat. Deswegen, je mehr aktuelle HP Seymour hat, desto mehr Schaden nimmt er von Gravitas, desto schneller fühlt sich seine Leiste. Machen wir jetzt hier Fire, nochmal auf Ifrit. Und wir hoffen, dass sich das dann irgendwann ausgeht, dass wir nochmal eine Ekstase machen können. Das würde mich sehr freuen. Leider ruckelt es jetzt hier etwas. Oh, das war's falsch. Ah, ich wollte eigentlich nicht den Arm, sondern Ifrit selbst. Ah. Geht sich doch noch aus. Also Ifrit lässt sich hier sehr gut selbst heilen. Und mit dem nächsten Angriff sollten wir dann unseren Ekstase wieder gefüllt haben. Auch der Kampf nicht wirklich extrem schwer, wenn man die Ekstasen aufbaut, sogar ziemlich leicht. Wenn man die Ekstasen nicht aufbaut, wie gesagt, auf Aurons Kraftbrecher ist eine gute Wahl. Eventuell mit Seymour die Arme außer Gefecht setzen. Und sonst, ja, Hast kann man ja leider nicht verteilen, weil Tidus nicht dabei ist. Nicht allzu schwierig, dadurch, dass Seymour wirklich sehr stark ist. Er hat auch deutlich mehr HP als Yuna, also er hat glaube ich 1200 gehabt und Aaron hat glaube ich 1800 gehabt und der ist normalerweise der mit den meisten HP.
So, und dafür, dass wir hier so gut waren, bekommen wir, also Zero bekommt ganze 9 Level. Wir bekommen je 2 circa, das ist eine gute Ausbeute, würde ich sagen, und 6 Level 1 Sphero-Pässe. Das heißt, wir können uns quasi am Sphero-Brett jetzt frei wie möglich bewegen. So, und das war eigentlich die Geheimwaffe der Operation Mihen. Wir werden gleich sehen, warum. Das ist nämlich so eine Blitzkanone. Bleibt nur zu hoffen, dass die wenigstens durch das Schutzschild kommt. Ey, cool. Oder auch nicht. Tja, das war's wohl mit der Blitzkanone. Und mit der Operation Mihen greift zu. Das Interessante ist, dass Sinnes wirklich nur auf die abgesehen hat, die sie die direkt Sinn bekämpft haben hier, also die Sinnschuppen unten bekämpft haben im Wasser und die bei der Blitzkanone gestanden sind, weil offenbar sind ja wir, zumindest hoffe ich mal, dass alle von uns verschont worden sind. Ja, zumindest Tidus hat es überlebt. Ah, kein Wunder, also sein Vater wird ihn ja nicht unbedingt gleich um die Ecke bringen hier. Ist okay, ist okay. Du bist nicht gestorben, also steh auf und mach weiter. Solltest froh sein, dass du das überhaupt überlebt hast, weil viele andere waren offenbar nicht so glücklich. Ziemliche Verwüstung hier am Strand. Nicht der allerschönste Anblick. So, und wir können uns jetzt hier am Strand quasi frei bewegen. Die Karte ist etwas irreführend, weil wir nicht überall dort, wo auch Wege rein sind, reingehen können. Aber es macht nichts. Ich wollte nur jetzt sagen, Schätze können wir hier, soweit ich weiß, keine finden. Sollte ich mich irren, könnt ihr mir gerne schreiben. Ich glaube nicht, dass er nur schläft. Das bleibt wohl zu hoffen, ja? Hey, da hinten, wer ist das? What's going on? Why? What? What's going on? Tja, eine vertane Arbeit. Dreht Sinn einfach wieder ab. Scheint er nicht so wirklich aufregend gewesen zu sein für Sinn. Don't you run away from me!
idea what I was thinking when I ran after Sin that day. Before I knew what I was doing, there I was, chasing him down like a thief at market. Maybe I was angry. Maybe I wanted to go home. I kept thinking of Xanarkand and my old man. Was ist das hier? Hey, eine Geisterwelt, oder sehe ich das richtig? Das ist der kleine Junge von ganz am Anfang? Nein, natürlich nicht. Oh, das ist... Ist das nicht... Das ist der kleine Junge von Anfang. Und das andere war doch Lutz, oder? Oh je, ich glaube, Lutz hat es erwischt. Was ist mit dir? Was heißt... Was? Hä? Kannst du mir bitte sagen, was das soll? Oh, schon wieder Traumwelt. Das war ja klar. What? They say you don't practice anymore. That you're gonna retire. Let them talk. I'm still the best. They say you're no good because you drink all the time. I can quit drinking whenever I want. Then do it now. What did you say? You just said you can. Tomorrow, maybe. Why not today? Why do today what you can leave for tomorrow? There he goes again, crying. Ja, Tidos Vaterkomplexe kommen ja offenbar nicht von irgendwoher. I thought I sensed my old man there. Somewhere. Or maybe it was just Sin's toxin playing tricks on my mind. How many died today? People die, and Yuna dances. When will she stop dancing? When will it stop? Yuna won't stop dancing. Not until Sin is gone. Those were my thoughts then, I think. I see you're still here. Huh? Many stories ended here today. But yours goes on, I see. What? Sin had come and gone, but I remained here. Tja, und das war auch schon die momentan aktuelle Begegnung mit Sin. Wir sind jetzt hier an der quasi gespaltenen Küste oder an dem Strand, mit dem wir hier irgendwie angeschwemmt worden sind und wo die anderen auch stehen. Was die anderen zu sagen haben und wie wir jetzt eigentlich weiterkommen, sehen wir nächstes Mal. Also nicht vergessen, wir müssen eigentlich nach Jose, also zum Tempel, um den nächsten Bestia oder den nächsten Tempel quasi anzubeten und die Bestia zu erhalten. Und wie es dorthin geht und was wir auf dem Weg dorthin finden werden, das sehen wir alles nächstes Mal, wie es da heißt. Let's play Final Fantasy X. Ich werde natürlich in der Zwischenzeit wieder mal hier speichern und meine Sphäre-Level verwenden. Und wir sehen uns dann einfach das nächste Mal. Bis dahin, viel Spaß!